Gestern kam die Genehmigung durch meinen Stromanbieter, dass ich eine Solaranlage hier oben auf meinem Schuppen installieren kann. Ungefähr so 10 kW. Ich habe in einem vorherigen Video schon mal so meine Überlegungen dargelegt, denn ich habe ja hier ein Einzeldenkmal, in dem ich hier wohne, obwohl der Schuppen eben nur indirekt dazu gehört, der ist auch viel später gebaut worden. Habe lange überlegt, aber ich finde es doch in Ordnung, wenn ich hier jetzt, da man es ohnehin nicht einsehen kann, weil das Dorf auf der anderen Seite eigentlich die Straße hat und da oben gar keiner hinläuft, auf diesem mittleren Teil jetzt hier diese Solaranlage zu installieren. Zur Stromerzeugung für unseren Gewerbebetrieb, der ja zum Beispiel eine 9 kW Thermokammer hat, wo richtig Strom gezogen wird. Und natürlich habe ich auch schon jetzt ein E-Auto, das ich dann selber darüber laden kann. Neben der Genehmigung des Denkmalamtes ist natürlich auch eine Genehmigung des Stromversorgers notwendig. Denn es muss erstmal geprüft werden, also eine Netzverträglichkeitsprüfung, ob dieser Strom eben auch wirklich ins Netz eingespeist werden kann. Denn manchmal gibt es ja vielleicht dann doch nur alte Leitungen oder Leitungen, die zu wenig Durchfluss haben, dass es eben nicht mehr klappt. Oder es haben vielleicht schon ganz viele andere Leute im Dorf Solaranlagen installiert und irgendwann ist einfach eine Grenze erreicht, dann kann das Netz das nicht mehr aufnehmen. Aber das hat alles ganz gut geklappt. Das habe ich auch direkt über meinen Elektriker machen lassen, diese Anträge. Denn er kennt sich natürlich da viel besser mit aus und er muss ja ohnehin nachher all das anschließen. Ich kann zwar jetzt die Module befestigen, was ich auch vorhabe, aber ohne Elektriker funktioniert das natürlich nicht. Nun hatte ich in dem vorherigen Video gesagt, ich möchte eigentlich meine Module von innen aufs Dach bringen, damit das Ganze irgendwie nicht so stressig wird. Aber dann habe ich mir mal so ein Modul, die sind noch nicht da, weil das dauert manchmal ja auch dann länger, bis sie angeliefert werden können. Ich habe mir mal so die Größe hier gebaut und habe dann doch festgestellt, also so ein großes Modul jetzt hier von innen durchs Dach zu schieben, da müssen dann doch ziemlich viele Dachlatten eingesägt werden und da klafft ein riesiges Loch dann im Dach. Also das muss auch wieder schnell zugemacht werden können, falls es mal regnet. Da habe ich gedacht, ich habe doch ein Gerüst. Und jetzt habe ich dann doch das Gerüst hier, wie man sieht, aufgebaut und kann jetzt schön über die zwei Ebenen diese Module dann hochgeben und dann doch von außen aufs Dach tragen. Wie man hier sieht, ist der erste von 4 Strängen hier installiert. Und bevor ich jetzt ins Detail gehe, nochmal allgemein hierzu. Gar nicht so einfach. Also da merkt man doch schon das Alter. Ich bin erst dieses Jahr 65 geworden. Das muss ich jetzt installieren. Also das geht schon ganz schön an die Substanz. Na gut, das macht man einmal im Leben. Ne? Da kann man mal sich auch anstrengen. Das reicht jetzt hier für 7 Module. Und davon will ich jetzt 4 hier installieren. Ja, obwohl ich ja schon vorher 2 Module auf dem Holzschuppen installiert habe, um schon mal zu testen, wie es hinhaut, ergeben sich natürlich doch hier noch wieder andere Problematiken. Weil hier wirklich, also ich habe hier eine Qualität von Ziegeln, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also das so krumme. So krumme Dinger sind hier drauf. Das ist wirklich, das ist die allerletzte Wahl. Wahrscheinlich kurz vorm Wegschmeißen eigentlich. Also besonders hier der Schuppenteil oben jetzt am Dach der Scheune. Da sind die Ziegeln richtig gut. Aber das ist hier wirklich, also muss ich wirklich einiges so auswechseln, weil sie stoßen dann trotz der ziemlich hohen Installation hier irgendwie doch gegen die Schienen und sitzen einfach nicht richtig. Also das ist schon mal eine Herausforderung.
Aber grundsätzlich war die Planung doch etwas anders. Also ursprünglich hatte ich ja gedacht, ich kaufe mir die ganze Installation, die ganzen Module und lasse dann nur durch den Elektriker anschließen. Aber so im Nachhinein habe ich dann auch darüber nachgedacht, der Elektriker jetzt nur die Installation zu machen zu lassen, ist ja auch irgendwie, ja, er will ja auch sicherlich ein bisschen was dran verdienen. Und dann hat man auch vielleicht Module oder Wechselrichter, mit denen er noch keine Erfahrung hat. Dann habe ich gedacht, komm, wenn der Elektriker hier schon anschließt, dann soll er auch die Module und den Wechselrichter bestellen. Dann weiß er, ne, mit was er zu tun hat. Die Installation, das habe ich ja separat bestellt, weil ich ja auch installieren möchte selber. Aber dadurch ergaben sich es natürlich, das habe ich auch nicht so richtig schnell drüber nachgedacht, dass die Module ja ganz unterschiedliche Größen haben. Also meine zwei, die ich da installiert hatte, die waren breit knapp über einen Meter. Jetzt kommen hier aber Module drauf, die der Elektriker bestellt hat, die sind 1,13 Meter. Also muss ich schon wieder alles umplanen, denn ursprünglich hatte ich hier sogar 9 vorgesehen auf dem Dach. Dann wäre ich mit 27 Modulen rausgekommen hier, schön. Jetzt kann ich nur 7 hierhin machen. Ja, und dann muss man natürlich auch noch dann beim Installieren die Sparrenabstände beachten, die ja auch, was im Schuppen total unterschiedlich sind. Wo mache ich jetzt die Halterungen hin? Aber da kommen wir gleich noch zum Einzelnen dazu. Jetzt will ich erstmal hier die zweite Reihe installieren. Und leider haben wir so schönes Wetter. Also es ist für auf dem Dach rumzukraxeln nicht gerade so toll. Nur irgendwie einen Sonnenschirm hier hinbauen. Ich habe auch festgestellt, dass ich auf dem Kraxeln hier auf den Dachziegeln, das ist mir dann auch wieder ein bisschen zu riskant. Ich sorge jetzt also dafür, dass ich hier sozusagen, da wo ich die Halterung installiere, Boden unter den Füßen habe. Also ich habe hier innen drin jetzt hier Bohlen hingelegt, dass ich jemals hier laufen kann. Ist mir einfach zu riskant. Und hier drauf, also zu laufen auf den Halterungen, also auf den Schienen hier, ist mir auch so ein bisschen zu wackelig eigentlich. Gleich nachher, wenn ich die Module drauf mache, dann lege ich nochmal eine Bohle hier hin, dass ich dann muss ich ja hier drauf laufen. So, ich habe es mir jetzt hier unterm Sonnenschirm gemütlich gemacht. Und dann kann ich auch bei Sonne arbeiten, ohne Stress. Also wenn man das so alleine macht, ist natürlich, hat man Zeit und Muße. Mit mehreren Leuten muss natürlich irgendwie das Ganze dann auch schneller vonstatten gehen. Ich bin jetzt hier am Ende des Daches, wo ich anfange. Und gleich beim ersten Sparren setze ich jetzt hier den ersten Dachhaken. Und obwohl es hier eine ziemlich große Ausladung gibt, muss ich doch an einigen Stellen, also der klemmt jetzt die Dachziegel so total ein, habe ich doch noch mal Klötzchen gemacht, die ich noch hier drunter mache, damit das ein bisschen höher kommt, weil sonst drückt mir nachher der Dachhaken mit dem Gewicht des Moduls dann doch noch die Dachziegel kaputt. Hier sollte also dann schon ein kleiner Abstand noch sein, ne? Hier sieht man die zweite Reihe von innen, wie ich hier auf den Bohlen laufen kann. Natürlich muss man von Anfang an die Reihen mit einem Richtscheit ausrichten und natürlich auch fluchten und dann noch den Abstand der einzelnen Befestigungsreihen so wählen, dass er überall einigermaßen gleich ist. Obwohl mir natürlich klar ist, wenn ich dann die Module auflege, ich wahrscheinlich noch mal ein bisschen die Aluschienen verstellen werden muss, weil eben bei so einem alten Dachstuhl doch die Sparren und auch die Dachlatten sehr unterschiedlich hoch sind. Und so ein Modul soll ja schließlich an allen 4 Befestigungsstellen aufliegen. Aber die Dachhaken sind ja gut verstellbar. So, wie man hier sieht, ist die zweite Reihe installiert. Das ging jetzt doch schon wesentlich schneller. Habe da jetzt so gute 5 Stunden für gebraucht.
Allerdings hier drüber jetzt noch eine dritte Reihe zu machen, das wird knapp oder wenn überhaupt gar nicht hinhauen. Weil wenn ich hier so ein Modul sehe, da stoße ich dann doch schon an die oberen Dachziegel, die einfach steiler stehen. Komme nur mit dem Modul dagegen. Also ich habe mich jetzt doch nochmal anders entschieden. Und zwar will ich die jetzt erstmal hier was freilassen und dann die nächste Reihe hier oben hinmachen. Und dann noch viel höher noch eine oben drüber. Dann habe ich jeweils einen Boden, nämlich auch unten drunter, bei dem ich so ein bisschen laufen, auf dem ich ein bisschen laufen kann. Das ist mir doch schon eigentlich auch einfach sicherer. Außerdem sind hier oben viel bessere Dachziegel als hier unten. Dann kann ich sogar hier in dem Freiraum hier nochmal die Glasdachziegel reinmachen, damit ich hier im Schuppen Licht habe. Dann ist auch noch der Vorteil, dass ich natürlich im Winter hier durch das steilere Dach hier einen besseren Ertrag habe. Also so werde ich jetzt vorgehen. Hier sieht man jetzt den Dachstuhl der Scheune von innen, wo ich den dritten Strang befestige. Das ist die linke Seite. Dort konnte ich hier Bretter auf dem Kniestock festschrauben und gleichzeitig haben sie noch Halt an der Dachlatte. Bei der rechten Seite konnte ich dann einfach einen Tisch an den Kniestock herandrücken und konnte darauf gut laufen. So, ich bin jetzt an der oberen Reihe angelangt. Hier auf meinem Dach. Eine wirklich schöne Aussicht hier auf mein Grundstück. Muss ich auch erstmal genießen. Ja, jetzt habe ich ja ein wenig Erfahrung auch inzwischen, sodass ich jetzt mal detailliert zeige, wie ich die Dachhaken und auch die Aluminiumprofile hier befestige. Ich will jetzt hier den ersten Dachhaken festschrauben. Ich habe erstmal die Dachziegel wieder hingelegt, denn so kommt sie ja nachher wieder zu liegen. Wenn ich jetzt hier den Dachhaken platziere, sehe ich auch so, dass er jetzt hier vernünftig liegt, sodass die Dachziegel auch noch herausnehmbar ist. Hier geht das sehr gut. Unten musste ich ja zum Teil noch solche Klötzchen unterlegen, weil es einfach nicht hoch genug war, weil unten die Ziegel ja wirklich zum Teil sehr schlechte Qualität hatten. Hier brauche ich das nicht. Dann habe ich jetzt hier solche Tellerkopfschrauben, die sich selber reinziehen. Und meine alte, 40 Jahre alte Bohrmaschine, 620 Watt. Ja, sie tut noch ihren Dienst. Die kann ich einfach jetzt nicht entsorgen, sondern das ist doch auch nachhaltig, die so lange zu benutzen, bis sie ganz hinüber ist. Rechts schon ein bisschen, aber sie tut ihren Dienst. So, damit wäre jetzt schon der erste Dachhaken befestigt. An den Dachhaken werden die Aluprofile jetzt mit solchen Hammerkopfschrauben befestigt. Die werden hier eingesteckt, sind so geformt, dass sie eigentlich, wenn ich jetzt die Mutter gleich hier festziehe, dass sie sich dann hier richtig einklemmt in dieser Nut. So, dass sie auch richtig fest sitzt. Das Problem ist nur, man muss dann natürlich darauf achten, wenn man jetzt nochmal aus irgendeinem Grunde die ganze Aluschiene verstellen will, nach oben oder unten, und dann die Schraube wieder öffnet, dass dann manchmal auch diese Hammerkopfschraube wieder sich natürlich zurückdreht und dann hier wieder rausgeht aus der Nut. Da muss man natürlich schon für sorgen, dass sie also wirklich
die in der Nut richtig sitzt. Sonst ist das Aluminiumprofil natürlich nicht fest. Das kann ich natürlich auch von hier unten einführen. Dann halt drehen. Das geht gar nicht so einfach, wenn das nicht. Also, das kann ich hier noch in die Nut reinschauen, dass sie auch so richtig sitzt. Kann jetzt festschrauben. Jetzt gibt es noch die Profilverbinder. Jeweils zwei Hammerkopfschrauben sind mit einem Profil. Das ist hier 2 Meter lang. Und das und die anderen mit dem nächsten Profil verbunden. Die muss ich jetzt auch hier einführen. Die Schrauben. So, und damit ich jetzt weiß, dass die auch richtig sitzen, haben die Schrauben jetzt hier vorne so einen Schlitz. Da sehe ich, dass sie richtig sitzen. Das habe ich aber auch erst bei meiner letzten Reihe gemerkt. Ich habe schon gedacht, warum diesen blöden Schlitz hier? Da kann man gar keinen Schraubenzieher reinstecken. Das ist ja ganz logisch. Ne? Also, dass ich jetzt weiß, aha, die sitzt jetzt richtig und kann dann fest. Schrauben. Da brauche ich ja keinen Schlitz. Hier jetzt noch ein Blick in den Dachstuhl für die obere Reihe. Wie man sieht, habe ich hier sogar schon 3 Dachlatten herausgeschnitten. Und nochmal habe ich meinen Plan geändert. Ich werde also die unteren beiden Reihen wohl von außen bestücken mit den Modulen und doch die beiden oberen Reihen durch den Dachstuhl, durch so eine Öffnung. Zum Schluss noch kurz ein Blick auf das Dach meines Nachbarn, der gerade zurzeit Solarthermie dort installiert. Auch er hat Hohldachziegel. Da wendet die Firma dieses dort anbringt eine etwas andere Technik an. Man sieht, die Dachziegeln scheinen hier ja ausgeschnitten zu werden und werden dann mit so einer Kunsthaut überzogen, um dann an bestimmten Stellen die Dachhaken zu befestigen.